mache ich jetzt überhaupt? Das wollte ich machen. Oh, wow, auf das X. Was denn zu fassen? Ist teuer. Geh sofort wieder raus. So. Scheiße, aber Kommandant, fährt so. Jäger. Gibt's ein Problem? Nicht nur eins. Es werden immer mehr und mehr. Aber was geht dich das an? Wer bist du? Geralt von Riva, Hexer. Radovid hat mich geschickt. Ach, du bist das. Wir haben dich schon erwartet. Klingt ja nicht gerade begeistert. Was erwartest du denn? Wir haben die halbe Arbeit erledigt. Dann tauchst du auf und holst dir den ganzen Ruhm? Ich habe gehört, dass ihr nicht reingekommen seid. Bis gestern. Da haben wir diese Kachel gefunden. Kachel. Kachelmeister. Sieht zwar gewöhnlich aus, besitzt aber irgendeine Kraft. Sie öffnet den Eingang. Gute Arbeit. Das hat mir einige Zeit erspart. Das ist ja schön. Denkt ihr, dass Philippa immer noch drin ist? Das wissen wir nicht. Sicher ist nur, dass sie irgendwann dort war. Sicher? Was soll das heißen? Wir sind seit Lokmuin hinter ihr her. Ihr die Augen auszustechen hat nicht gereicht. Radovid hätte sie an Ort und Stelle ausweiten sollen. Jedenfalls hat sie sich in eine Eule verwandelt und ist geflogen. Sie ist durch Kedwin und Redanien geflogen und hat sich hier versteckt. Was erwartet mich da drin? Alles Mögliche. Das ist ein alter Tempel der Elfen. Die Hexe Eilhard hat ihn zu ihrem Versteck gemacht. Die Männer da sind in eine magische Falle geraten und wurden dann von Monstern angegriffen. Haben es kaum rausgeschafft. Sind noch mehr Leute von dir unten? Ungefähr ein Dutzend ist rein und nur die sind wieder rausgekommen. Der Rest ist bestimmt tot. Tschüss. Ich sollte nachsehen, ob Philippa noch da drin ist. Aber rechne nicht damit, dass jemand kommt, um deine Leiche zu holen. Diese Arbeit. Was denkst du? Es muss einen Mechanismus geben, der diese Tür öffnet. Ja, warte. Hier fehlt eine Kachel. Ist die Kachel da rein? Ein perfektes Versteck für eine Eule. Das macht es mir schwieriger, mich zu bewegen. Was ist denn das? Nimm es. Brenn es. Großartig. Und die Hexenjäger haben sich bestimmt dran zu schaffen. Ich hasse Portale. Wer hätte das gedacht? Dreht sich mir der Magen um. Eine Flugfeder. Der Rand ist ausgefranst. Das ist eine Eulenfeder. Necker. Hatte ich mir schon gedacht. Die lieben. Verdammt, es ist nicht aktiv. Vielleicht kann ich es aktivieren. Ein Kraftspeicher für Portale scheint aufgebraucht zu sein. Vielleicht kann ich ihn mit einem Zeichen wieder auffüllen. Ein Kraftspeicher für Portale scheint aufgebraucht zu sein.
Vielleicht kann ich ihn mit einem Zeichen wieder auffüllen. Müsste wieder funktionieren. Ja. Geschafft. Das Portal ist aktiviert. Stehen bleiben. Keinen Schritt weiter. Steck die Waffe weg, bevor du dir wehtust. Warte, bist du der Hexer, den der König schicken wollte? Richtig geraten. Eigentlich müsstest du wissen, wie gefährlich dieser Ort ist. Du solltest oben bei den anderen warten. Auf keinen Fall. Diese Feiglinge sind bei den ersten Monstern abgehauen. Ich bin mutiger. Außerdem wird hier was Großes passieren. Ich werde rausfinden, was es ist. Und Radovid wird sich freuen. Der König befördert mich, überreicht mir vielleicht eine Medaille. Na schön, dann bringen wir dich jetzt raus. Ich hab's doch schon gesagt. Ohne mich. Außerdem habe ich den Kraftspeicher fürs Portal entfernt. Wir müssen jetzt warten, bis sie uns holen. Niemand wird uns holen kommen. Gib mir den Kristall, ich bringe uns hier raus. Aber die Monster... Ich werde dich beschützen. Und wenn dir das nicht gelingt? Sei ein guter kleiner Jäger und gib mir den Kristall. Dann will ich mal ein guter kleiner Jäger sein. Bitte sehr. Was sind das immer für Handsymbole? Was ist das? Noch eine Feder. Ich bezweifle, dass Philippa einen Vogelkäfig hatte. Sie hat Polymorphie benutzt. Liebesbriefe. Die von Philippa. Liebe Philippa, während ich dies schreibe, trinke ich deinen Lieblingstropfen auf der Terrasse des Anwesens meines Vaters in Mettina und frage mich, was zur Hölle du dir eigentlich denkst. Ich würde ja verstehen, wenn ich dich einfach langweilen würde. Ich würde akzeptieren, wenn dir das Bild, das wir abgeben, nicht zusagt und du dir ein junges, hübsches Modell gesucht hättest. Aber bei allen verfluchten Göttern, Dijkstra, dieses bei allem nötigen Aspekt schmerbäuchige Schwein statt meiner, vielleicht haben die ein paar neue Trankversuche den Verstand vernebelt. Oder ist das wieder so ein Spiel von dir? Aber auch wenn du politische Gründe hast, dich in die Nähe dieses Primitivlings aufzuhalten, verstehe ich nicht, warum es das Ende unserer Beziehung bedeuten muss. Schließlich wäre es nicht das erste Mal, dass wir unsere Liebe verstecken müssen. Interessant. Philippa hat eine Frau verlassen. Für Dijkstra. Kann ich die Dinge jetzt reinschmeißen? So, Philippas Versteck. Ich ja schon. Ich werde hier warten. Sie werden mich schon holen. Gut, und jetzt aktivieren. Ich werde hier warten. Sie werden mich schon holen. Gefährlich nur aufgrund hier. Das muss ihr Labor gewesen sein. Noch eine Feder. Ich bezweifle, dass Philippa einen Vogelkäfig hatte. Sie hat Polymorphie benutzt. Noch ein inaktives Portal. Der Kraftspeicher fehlt. Vielleicht haben die Necker ihn geholt. Tunnel, wo er wohl hinführt, der Kraftspeicher. Ich
Ohohoho. Das muss die unterste Ebene sein. Natürlich gibt es einen Wächter. Ist zwar einfach, aber trotzdem ein Zuhause. Ach, Harte. Solche hat Philippa immer um den Hals getragen. Aber warum sind die hier voller Blut? Was ist das? Anis, Samen und Birkenrinde. Sehr wirksam zum Desinfizieren. Notizen. Fast vollständig verkohlt. Ich kann nichts erkennen. Da liegt immer ein Buch. Ein Megaskop, versenkt und voller Ruß. Vielleicht hat es einer der Kristalle überlebt. Blutverschmierte chirurgische Instrumente. Philippa hat hier operiert. Perlen des Nordens, Ochsenfurt. Ochsenfurt, ein Kleinod, das sich nördlich von Novigrad im Ufer des Ponte befindet. Eine Quelle des Wissens auf redanischen Boden, die nicht nur die größten Gelehrten des Königreichs, sondern den ganzen Norden nährt. Wenn man durch die heiligen Hallen der Akademie schreitet, begibt man sich auf eine Reise des Lernens, von den feinsten Stammten der Philosophien bis zum größten Inselstrich der Kunst, mit Unterbrechung, um unterwegs die Architektur und die medizinischen Präparate zu erlernen. Sobald man zur Seite blickt, sieht man Reisende, wie man selbst einer ist, die sich ebenso auf den Pfad des Lernens begeben haben. Die Studenten. Sie bevölkern die Straße von Oxford und verleihen der Stadt einen jugendlichen Charakter, der spürbar ist, sobald man sie betritt. Studentenunterkünfte stehen dicht besser, Buchhändler verkaufen an jeder Ecke Orte Folianten und unter jedem Baum debattieren junge Menschen leidenschaftlich über Poesie. Trotzdem ist die Jugend keineswegs nur unschuldig und gesetzestreu und es mangelt ihr auch nicht an jenem anderen klassischen Zeitvertreib. Auf den Straßen der Stadt geht es bei Tag und besonders bei Nacht laut und fröhlich zu. Obwohl die Stadträte den Verkauf von Alkohol nach Einbruch der Dämmerung verboten haben, scheint sich kaum jemand daran zu halten. Was überaus klug ist, denn jeglicher Schlafmangel wird durch die Gewinne mehr als wettgemacht. Die Annahmen füllen die Taschen der Schankwirte und die nächtlichen Gesänge der Baden erfüllen die Segel. Architektonisch zu erwähnen sind die erst kürzlich ausgebesserten Aquädukte der Elfen, die zur Reinigung der Kanalisation dienen. Sie sind Zeuge des kreativen Geistes der Stadt. So etwas ist in der zivilisierten Welt kein einziges Mal zu finden. Dennoch wird das architektonische Bild der Stadt von der Akademie und Ochsenfurt bestimmt, deren Gebäude wie eine funkelnde Krone hervorstechen. Nur wenige erinnern sich heute noch daran, dass diese von den Elfen errichteten Bauwerke älter sind als die Stadt selbst. Die Akademie hat der Stadt ihren Namen gegeben und nicht umgekehrt. Heute genießt die Akademie von Ochsenfurt einen so guten Ruf, denn nur der kaiserlichen Akademie in Nilfgaard das Wasser reichen kann. Berühmt ist die Akademie für ihre Lehrstühle Alchemie, die Naturgeschichte von Minnegesang und Poesie, der Medizin und Arzneikunde, der Technik und zu guter Letzt der Philosophie. So quasi für alles. Schön. Habe ich jetzt hier mal alles gesucht? Ein Kristall von einem Megaskop.
ist ziemlich angeschlagen. Okay. Oh, ein schweres Hindernis. Mini-Steine. Und spät. Du lebst noch? Hast du was gefunden? Staub, Schmutz und einen Megaskopkristall. Was zum Teufel das auch sein mag. Aber er könnte wichtig sein. Gib ihn mir. Wir überbringen ihn dem König. Du scheinst dich zu vergessen. Spar dir die Befehle für deine Männer auf. Wie du willst. Schnappt ihn! Vorsicht! Los, hierher! Dies ist das Schiff seiner Majestät Radovid des V., König von Redanien. Nenne dein Begehr. Dein Zahnziehen natürlich. Ich will den König sehen. Es geht um Philippa Eilhard. Wenn das so ist, komm mit. Aber keine plötzlichen Bewegungen. Ich hab dich im Auge. Hexer, hast du Fortschritte gemacht? Hast du Eilhard gefunden? Sie hat sich auf jeden Fall dort versteckt, wo eure Männer sagten, aber ich war zu spät. Glücklicherweise oder nicht, kann ich nicht sagen. Im Versteck hat es gebrannt. Wahrscheinlich ist Philippa in den Flammen gestorben. Ein passendes Ende für eine Hexe. Und? Hast du Beweise? Ich habe diesen Kristall. Hätte ich einen glitzernden Stein gewollt, wäre ich zum Juwelier gegangen. Du solltest mir Eilhard bringen. Das ist der Kristall eines Megaskops. Die Magier, die ihr gefangen haltet, müssten daraus Informationen erhalten können. Ja, dann wären sie endlich mal zu was Nütze.
Ist zwar nicht genau das, was ich erwartet habe, aber du hast dir deine Bezahlung verdient. Jetzt entschuldige mich bitte. Ich muss mich um andere Angelegenheiten kümmern. Jeder hat 2 Erfahrungspunkte. Lang lebe Radovid! Scheiße! Lang lebe ich. Ja. Nicht gut. Ein Ghoul-Nest. Ich muss es zerstören. Zerstören. Komm schon, Plätze. Das muss Ehrendorfs nekrophages Dorf heute auftragen. Aber es ist zu still. Da. Etwas Böses war hier. Danach sind Nekrophagen aufgetaucht. Schwertwunden. Das Feuer brennt noch. Alles noch frisch hier. Da ist jemand wohlhabend, vor allem für Wählen. Der Kopf eines Waldschrats, mit einem scharfen Messer abgeschnitten. Na nu, da ist mir wer zuvor gekommen. Erster Hieb durch die Aorta, zweiter Hieb durch die Femoralarterie. Der hat nicht mehr gekämpft, Bauch aufgeschlitzt. Ist wohl beim Verteidigen seines Herrn gestorben. Ja. War einiges los. Klinge in den Rücken, zwischen die Wirbel, Rückenmark durchtrennt. Sie konnte sich nicht mehr rühren, verblutet. Neue Frage. Schon.
Arm über dem Ellbogen abgeschlagen. Mit einem Hieb. Mistgabel. Üble Nahkampfwaffe. Blut. Mit etwas darin. Dieser Geruch. Alkohol, Bovist und Wolfsbann. Ein Trank. Kaiserlicher Schnurrbart, runde Backen, hohes Tier. Todesursache, Stichwunde. Klinge zwischen die Rippen, direkt ins Herz. Aue, 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 aue. Er hält etwas fest. Eine Silberkette, gerissen. Dann hat sie jemandem abgerissen. Scheiße. Halt! Eine Puppe und kleine Fußabdrücke. Zum einen Fenster rein, zum anderen wieder raus. Clever. Aha, da ist sie. Keine Angst. Ich tu dir nichts. Nur die Ruhe, ich will nur mit dir reden. Nein, falsch. Ich... Du hast Katzenaugen, genau wie er! Genau wie... Genau wie der böse Mann, der alle getötet hat! Hatte er zwei Schwerter auf dem Rücken? Ich sag dir gar nichts! Verschwinde! Schon gut, das reicht. Sag mir, was hier geschehen ist. Ja... Ich sag's dir. Nein, unseren Wäldern. Da hat's gespukt. Onkel Sobemir hat gesagt, dass wir am besten einen Hexer holen. Dann kam einer. Sah dir ähnlich, aber seine Augen waren böse. Er hat uns den Kopf von dem Monster gebracht, aber Onkel Sobemir war wütend über irgendwas. Sie haben... sich angeschrien. Und dann sind sie in die Scheune. Und da... Und was? Ich weiß nicht. Ich hab sie schreien hören. Onkel Sobemir und die anderen. Dann ist dieser... Dieser Hexer aus der Scheune gelaufen. Er war ganz blutig. Und wer ihm... Also... Alle, jeder Einzelne. Mit seinem Schwert. So. Meine Mama und mein Bruder auch. Mich hat er laufen lassen. Weiß nicht wieso. Und dann... ist er in die Richtung da verschwunden. Wo wir Geschenke für die Götter hintun. Das hier habe ich im Heu gefunden. Katzenschule. Danke. Du hast mir sehr geholfen. Was machst du jetzt? Hast du hier Verwandte? Meine Tante wohnt in Erzdorf. Ich bring dich zu ihr. Aber erst muss ich mich um diesen bösen Mann kümmern. Die Puppe gehört doch dir. Halt sie fest und bleib hier. Ja? Schön hierbleiben, Kleine. Wenn er zum Kreis gegangen ist, ist er hier losgelaufen. Das macht ja auch keinen Sinn. Er ist von hier losgelaufen, noch nie losgelaufen. Der Steinkreis. Muss mich umsehen. Fußabdrücke. Kaum sichtbar. Müssen seine sein. Blut. Noch frisch. Ist nah. Hässliche Bastard.
Verdammt! Ich bin eigentlich schon wieder für Skill 7. Da wie viel fehlen da? 5. Mutter gehen. Alchemie, so, was haben wir denn hier für Muttergene? Hallo, was haben wir denn da? Katzenrüstung, Wolfsmedaillon, neue Kreuzung? Du hast was verloren. Soweit kommst du, mir das Medaillon zu geben? Danke. Die Solidarität in der Branche lebt. Aber das Ansehen der Branche pfeift aus dem letzten Loch. Die Leute vergessen Massaker nicht so schnell. Berufsrisiko. Kann jedem passieren. Und? Was willst du hier noch? Erst mal reden. Dann sehen wir weiter. Setz dich. Ich stehe lieber. Spuck's aus. Ehrendorf, was war da los? Bitte, das weißt du doch. Hast du eine Ahnung, was die mir für den Waldschrat zahlen wollten? Rat mal. 50. Schön wär's. 12. Kapiert, Kumpel? 12 verfickte Kronen.
Davon kann ich mir nicht mal die Trankzutaten kaufen. Was hattet ihr vereinbart? Ein Vielfaches. Aber zum Zahltag. Ach, du kennst die Nummer. Guter Mann, meine Kinder verhungern. Es ist Krieg. Die Götter mögen Gnade haben. Zeig doch Mitleid. Kommt mir bekannt vor, aber ein Grund zum Töten ist das nicht. Ich war noch nicht fertig. Ich sagte, dass sie von mir keine Gnade zu erwarten bräuchten. Wenn ich kein Gold sehe, würden sie sich den Waldschrat noch zurückwünschen. Sie guckten finster drein, dann sprach der Älteste. Ganz ruhig, Meister Hexer. Meine Leute und ich haben noch etwas Gold in der Scheune, wo die Männer des Barons es nicht finden. Komm, wir holen deine Bezahlung. Bin drauf reingefallen. Wie ein Kleinkind. Einer plapperte noch weiter. Der nächste stach mir schon eine Mistgabel in den Rücken. Also hast du das ganze Dorf massakriert. Was hättest du denn gemacht? Wärst du zum Gemeinderat gelatscht, um eine Beschwerde einzureichen? Ich gebe zu, dass ich die Nerven verloren habe. Ziemlich sogar. Ich bin beschissene Löhne gewöhnt. An Betrügereien, an Geschrei um Hilfe von denen, die mich später anspucken. Aber mich ermorden? Um ein paar Kronen zu sparen? Solche Bastarde soll ich beschützen? Ich habe also blank gezogen. Und erst aufgehört, als alles voller Blut war. Das Mädchen, warum hast du sie leben lassen? Weil... Ach, egal. Dann hätte ich nicht gefragt. Rede. Sie hat mich an meine Schwester erinnert. Wie sie war, bevor sie mich zur Katzenschule gebracht haben. Wie geht es ihr jetzt? Seit 10 Jahren tot. Altersschwäche. So, jetzt hatten wir unseren intimen Plausch von Hexer zu Hexer. Und nun? Es ist doch nicht meine Aufgabe, dich zu verurteilen. Das war's? Keine Lektion? Keine Nötigung, mich zu benehmen? Man nennt mich den Schlechter von Blaviken. Aus gutem Grund. Ich kenne das. Manchmal rollen Köpfe. Warte. Ich bin nicht so ein Flachwichser wie die Hinterwäldler. Du hast was gut bei mir. Hier, damit findest du meinen Schatz. Nimm, was du willst. Danke. Ich hab zu danken. Viel Glück auf deinen Wegen, Wolf. Tja, ich kann die Quest auch noch nicht. Was auch logisch ist beim ersten Mal durchspielen. Ich sollte zu der Kleinen zurückkehren, bevor irgendwas anderes sie findet. Nimm, was du willst. Toller Typ da. Wo findet man die? Hier. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die Quest dafür angenommen habe. Ist auf jeden Fall, wo Katz und Wolf spielen. Können wir wahrscheinlich hier irgendwo in der Nähe annehmen. Weiß ich aber nicht mehr genau. Schon, dass du nicht wiederkommst, dass er dich auch tot gemacht hat. Mir geht's gut. Wegen ihm musst du dir keine Sorgen mehr machen. Du bringst mich zu meiner Tante? Es ist abscheulich hier. Sicher. Klar, ihr mit Gehen Tante. Wir.
Ja, mach das. Meinst du, ich könnte vielleicht bei dir Huckepack? Vielleicht gibt es ja auch noch mehr komische Quests. Aber nur, wenn du mir nicht an den Haaren ziehst. Versprochen! Soll sich auf Platz setzen. Dann rauf mit dir. Tante Luzi! Millie? Was machst du denn hier, du kleines Luder? Ich? Also, im Dorf? Da ist keiner mehr. Ich erklär's. Du gehst ein bisschen spielen, ja? Ja, spiel das zum ersten Mal. Es gab ein Massaker in Ehrendorf. Keine Überlebenden. Nur sie. Ich probiere gerade die ganzen Quests abzuarbeiten, die ich noch offen habe. Was ist geschehen? Bevor ich bei der Hauptstory weitermache. Könnte man so sagen. Wirst du dich um sie kümmern? Um ehrlich zu sein, es wäre mir lieber, wenn du sie mitnimmst. Komisch. Sonst fürchten sich die Leute, dass ich ihre Kinder mitnehme. Sonst sind die Leute nicht so arm. Ich habe selber 4 Enkel. Eigentlich 6. 2 haben wir letzten Winter begraben. Von Rindensuppe lebt man eben nicht gut. Nimm das hier. Kauf nichts anderes als Essen davon. Wenn ich zurückkomme und du trinkst... So viel? Mögen's die Götter dir vergelten, Meister Hexer, mit tausendfachem Segen. Ich muss jetzt weiter. Schon? Wieso denn? So ist das bei Hexern. Sie sind dauernd unterwegs. Kommst du mich denn mal besuchen? Vielleicht. Pass auf dich auf, Kleines. Millie! Komm, wir besorgen Mehl, dann mache ich dir Pfannkuchen. Na, klingt das gut? Ja, Pfannkuchen sind immer gut. Hol ich doch so einen Schatz. Hä? Sein Schwanz schon wieder verloren. Schön. Gruftweib. Warum hat er diese Trophäen nicht versilbert? Vielleicht wollte man ihn betrügen. Zerschnaps. Mehr Schnaps. Was hab ich bekommen? Ein Rezept.
hier? Naja. Egal. Ich später mal. Beweg dich! Ab zum Wegweiser. Wie spring ich um? Versuch's doch. Sound resumed.